1. Juni 2018, der Green Tech Campus in Engesande lädt wieder mal zum Grünstrom-Event. Neben hochkarätigen Referenten erwartet die Besucher auch eine Ausstellung über Zusammenhänge und Neuigkeiten sowie Fahrzeuge und technische Anwendungen. Der Kleintransporter von Vehiko zum Beispiel leistet 3 kW und erreicht mit einem AGM-Akkupack von 2,88 Kilowattstunden eine Reichweite von etwa 50 Kilometern. Auch der Garten kann mittlerweile komplett ohne Benzin bearbeitet werden. Und wie einfach Elektrolyse zur Herstellung von Wasserstoff für Brennstoffzellen funktionieren kann, wird hier gezeigt. Dann machen wir den 3 Solarmodulen, macht er hier praktisch elektrischen Strom. Elektrolyse. Der geht hier in die Brennstoffzelle, ja. In die Elektrolyseur. Ja. Hier habe ich das Wasser, das führt die in die Elektrolyseur Wasser, destilliertes Wasser. Hier führe ich dann erneuerbare Energie zu, Strom, ja, über diese beiden Kabel, ja, die ich hier erzeugt habe. Und hier wird das Wasser zerlegt in Sauerstoff, das perlt hier weg und hier perlt dann Wasserstoff weg. Ja, und den kann und die Energie brauchen. Wird an Wasserstoff chemisch gebunden. Da wird unser Rennwagen zu 80%. Mit. Zu 80%. Da kommt hier kommt 20 und 80. Ja, yeah. Das packe ich jetzt in den Wasserstofftank. Weil die Umsetzung 80% hat. 80% Energie wird hier, ja, in den Wasserstoff. Ja, ja, das habe ich, was Sie meinen. Das hatte ich nicht verstanden. Ja, und jetzt habe ich das hier im Wasserstofftank. Ja, jetzt fährt das. Dann muss dann eben Proppen drauf? Nee, da brauchen wir nicht. Hier geht dann der Wasserstoff wieder in die Brennstoffzelle. Achso, da ist das. Da ist die Brennstoffzelle. Die saugt sich aus dem Sauerstoff aus der Luft. Und das, was ich hier in diese Richtung gemacht habe, mache ich hier rückwärts. Ja, ja, dann macht er wieder Wasser vorne. Wasser verdampft hier, ja, und die Elektrizität wird über diese Leitung an die beiden Elektromotoren abgegeben. Ja, sind wir begeistert, oder? Da bin ich wirklich begeistert. Fahrversuch. Ja, das meine ich so. Und sehe ich, was die Sonne hier produziert. Das läuft und läuft. Ich wollte jetzt nötig mal mit dem Silio fahren. Der jetzt stehen. Wir fahren leider mit dem Elektro-Pkw, aber. Weil ich hier mein Auto noch hier. Elektro-Pkw denn? Ja. Natürlich. Darf ich den Busfahrer dann filmen? Ja. Haben Sie eine Elektro-Pkw für uns denn? Oder? Ja, ja, haben wir. Ja? Ich melden. Fabian melden. Ja, leider fahre ich denn heute nicht mit dem Sylter Silio. Moment, ich fahre nicht mit dem Silio-Bus, weil wir nur 5 Leute sind. Aber ich werde mit einem Elektro-Pkw chauffiert. Wer klagt denn da? Und weil gerade ohnehin ein Dieselfahrzeug nach Niebel fahren sollte, wurden wir eben damit transportiert. Unser Pedelec-Anhänger ist gerade in der Renovierung, weshalb er nicht zum Grünstrom-Event fahren kann.